Lasst mich euch erneut für eure gute Arbeit bei der Erkundung danken. Okay. Der Ort, den ihr gefunden habt, ist perfekt. Ihr beide habt euch selbst übertroffen. Yes, selbst übertroffen. Da die Grundlagenarbeit erledigt ist, müssen wir unsere Verteidigung sichern, bevor wir die Legianer-Untersuchung intensivieren. Mhm. Ich habe schon eine Eilanfrage für Baumaterial nach Astera geschickt. Der Transport wird in ein paar Tagen bereit sein, hierher zu segeln. Okay. Aber natürlich haben wir es hier mit unerkundetem Gebiet zu tun. Und es gibt keine Garantie, dass der Transport nach der Anlandung einen sicheren Weg finden wird. Stimmt. Der Landepunkt ist ziemlich weit von der vorgeschobenen Operationsbasis entfernt. Deshalb möchte ich, dass du die Umgebung untersuchst. Vorgeschobene Operationsbasis und die Umgebung. Das klingt irgendwie nicht besonders prägnant. Stimmt. Mal sehen. Wie wäre es, wenn Warum wir diese Seliana? Basis Seliana nennen? Warum? Und die Umgebung nennen wir Raureifweite. Warum? Seliana? Das ist ein wunderbarer Name, Kommandant. Natürlich bist du wieder Gut. Feuer und Flamme. Dann möchte ich, dass ihr beide eine Expedition in die Raureifweite unternehmt und dafür sorgt, dass der Weg sicher ist. Okay, wir gehen in die Raureifweite. Ich vertraue darauf, dass ihr euch um mögliche Bedrohungen da draußen kümmert. Das ist außerdem eine gute Gelegenheit, euch mit dem Gebiet vertraut zu machen. Mögliche Bedrohung da draußen. Es gab nur den großen Elch da. Seid vorsichtig und vergesst nicht eure Kaltwetterausrüstung. Viel Glück da draußen. Aber die Kaltwetterausrüstung ist doch bloß eine Dekorrüstung bis jetzt, oder? Ah. Oh, die Knuffig. Die nicht. Die sind hässlich. Gut, kann man wohl hochfliegen, vermute ich mal. Zumindest so ein aufsteigender Dampf. Ich klettere diese Ranken zum Boden hinunter. Ich bin hier draußen ziemlich gut im Wurzeln und Felsenklettern geworden. Aber kein Vergleich zur Fährtenleserin. Die ist Profi im Freiklettern. Pizza. Erstaunlich, dass sie die erste war, die die große Schlucht durchklettert hat. Bin da. Ah, ich muss da hingehen. Okay. Das ist komplett blockiert. Außer man lässt jemanden da reinrennen. Was hat das? Boom. Na klar. War doch klaro. Wer bist du denn? Achtung, Baum! Ah, ich habe ihn schon getroffen. Den Revierkampf habe ich schon gesehen. Den Banbaro. Okay. Solange dieses Ding hier ist, ist der Konvoi nicht sicher. Aua! Der haut dir direkt nochmal rein, ey. Ich such gerade. Ration. Der rennt direkt weg. Was ist denn das? Frech, Dachs. Oh, ich hätte die Ausdauer-Insekten dafür, glaube ich, nehmen können. Der hätte gleich einen sehr, sehr ähnlichen Effekt gehabt.
Oh oh. Aua. Dreht sich um und wirft mir das da was ins Gesicht, ey. Oh shit. Abgeworfen, jemand, wo ich angreifen wollte. Bist nicht wirklich sauer, wa? Wow. Oh, vielleicht doch. Oh oh, das sieht nach Lawine aus. Oh oh. Gehen jetzt ab. Wo lande ich denn jetzt? Jo. Ach, nur da, wo dann? Was zur Hölle? Hol mich halt an. Mach halt noch mehr kaputt. Oh Gott. Ich nehme einfach mal einen Ast quer. Jo, gut. Oh Gott. Nachladen. Alles wieder aufgeladen. So. Ach, der rennt wieder dreimal um mich rum jetzt. Oder auch nicht. Ah, da ist hier ein Ast. Der einen Baum umgerannt hat. So. What? Kam denn jetzt von hinten angerumpelt? Da kam Beotodos, das macht wieder Revierkampf. Ich gehe am Stock. Zweimal Revierkampf mit dem gleichen. Gleich nebeneinander treffen ist schon ein bisschen viel. Finde ich zumindest. Oh, hab ich jetzt ein Bier und Todes? Ja, toll. Dem wollte ich natürlich keine geben. Weil mir mit seinem Schneeangriff und so dermaßen noch ein Keks geht.
Oh Gott. Oh Gott. Ach, ich habe kein Heißgetränk mehr drin. Wo ist mein Heißgetränk? Da, Heißgetränk. Ich friere sonst langsam ein. Oh Gott, mein Leben. Was mache ich mit meinem Leben? Ja, okay. Kann das nicht automatisch Tränke herstellen? Ich habe keinen Platz für Tränke mehr, oder was? Das ist ein Problem. Wieso habe ich denn schon wieder diese Eiskacke-Arm? Ach Gott. Meh. Moment, jetzt rennst du weg? Oh, du pennst aber nicht. Oder? Pennst du? Ich glaube nicht. Komm schon, renn da durch. Steve, jetzt lass ihn doch laufen. Geh doch. Hier den Schwanz habe ich erst erweichen müssen. Um das gut zu machen. Oh nö. Geschafft. Wir jetzt nicht mehr um den Konvoi sorgen müssen. Lass uns die Expedition abschließen und nach Seliana zurückkehren. Ich habe dann viel Aufwand an Ressourcen. Baro Peitsche. Hat heute einen Schwanz von ihm bekommen.